Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum zweiten Vlog. Nun wollte ich euch heute eigentlich was zum Thema Düngerstreuen im Raps erklären und zeigen. Aber wie das immer so ist in der Landwirtschaft, ist was kaputt gegangen, der Düngerstreuer. Der Schieber geht auf der einen Seite voll auf, was er nicht tun dürfte. Und dementsprechend würde ich viel zu viel auf der rechten Seite streuen. Also habe ich direkt jemanden vom Service angerufen und der würde in den nächsten 1 bis 2 Stunden hier wohl auftauchen. So lange muss ich warten. Ja, gehe ich doch was essen, ha? So, willkommen zurück beim Wiese nachsehen. Der Düngerstreuer ist doch etwas mehr kaputt als geplant oder erhofft. Das heißt, der Stellmotor für die rechte Seite ist kaputt und muss getauscht werden. Das Teil ist morgen früh da. Kann dann eingebaut werden und dann geht es wahrscheinlich Donnerstag weiter. So, willkommen zurück zum Düngerstreuen im Raps. Der Streuer ist wieder repariert und ja, wir können loslegen. Wir haben es geschafft. Der Düngerstreuer ist korrekt angebaut, richtig eingestellt. Und um das alles nochmal zu kontrollieren, was wir hier eingestellt haben, habe ich mal den Leistungsmonitor vom Schlepper auf 0 gesetzt. Ich sehe meine Flächenleistung, knapp 30 Hektar pro Stunde, wenn es so weitergehen würde. Ich brauche ungefähr 0,6 Liter pro Hektar. Also 8,6 Liter pro Stunde. Jetzt ist der Düngerstreuer leer. Wir haben 8,9 Hektar geschafft mit ungefähr 3.100 Kilogramm durch 8,9 sind 348 Kilogramm pro Hektar. Das stimmt also ziemlich genau, was wir hier eingestellt haben. Damit können wir zufrieden sein und weitermachen. So, der erste Streuer ist ausgebracht. Ich muss jetzt auf den Teleskoplader warten. Der ist gerade unterwegs Stroh holen für die Viecher. Und in der Zeit können wir mal darüber reden, wie man den Düngerstreuer richtig anbaut und einstellt. Also bevor wir den Düngerstreuer anbauen können, brauchen wir auch das richtige Gegengewicht. Der Streuer wiegt über 3 Tonnen beladen. Als Gegengewicht nutzen wir hier 900 Kilogramm. Wichtig ist laut Gesetzgeber, 20% müssen auf der Vorderachse sein. So, dann fahren wir zum Düngerstreuer. Rückwärts ran. Besonders wichtig auch hier ist die korrekte Einstellung der Stabilisierungsstreben, der Unterlenker, damit der Düngerstreuer ja nicht groß hin und her wackeln kann. Und dazu drehen wir hier die Unterlenker auf die korrekte Position. Dann geht es rückwärts ran und wir verbinden alle Geräte, Zapfwelle, ein Hydraulikanschluss, ja, die Verbindung zum Terminal, zum Display und den Oberlenker nicht vergessen, auf die richtige Länge einstellen, dass der Düngerstreuer in der Waage steht. So, dann kann man den Streuer beladen. Dazu nehmen wir einen Teleskoplader. Wir haben hier eine Tonne in einem Big Pack, nimmt sich einfach ein Cuttermesser, schneidet den auf und dann lässt man das schön reinrieseln. Wenn das Ganze leer ist, sortiere ich mir den Sack gleich vernünftig, fädel den hier auf, damit er uns nicht durch die Gegend fliegt. 3 Sacks sind drinne, passt gerade so rein, 3 Tonnen, verriegeln und Abfahrt, raus ins Feld. So, jetzt kommt die Einstellung des Düngerstreuers. Dazu gibt es von Rauch eine App. Also man sieht auch hier, ohne Smartphone geht hier gar nichts. Digitalisierung ist in der Landwirtschaft voll angekommen. Ich öffne die Rauch-App. Ich habe mir meinen Streuer schon aufs Profil gelegt, einen Rauch Axis M301W. Ich gehe auf Düngemittel, N-Dünger, also Stickstoffdünger, Normaldüngung. Scroll runter zu Yara Bela Sulfan aus RSK Rostock. 24% Stickstoff, 6% Schwefel. So, und dann sehe ich die Einstellung für meinen Düngerstreuer.
den Aufgabepunkt, die nötige Zapfwellendrehzahl, die Höhe über dem Bestand. Ja. Dann gehen wir an die Maschine. Wir stellen den Aufgabepunkt entsprechend ein auf Position 6, sowohl links als auch rechts. Und dann gibt es für das Grenz- und Randstreuen noch zwei Dinge einzustellen. In dem Fall hier fürs Grenzstreuen auf Position H13. Das ist schon korrekt eingestellt, aber ich zeige euch einfach mal, wie es funktioniert. Und zwar müsst ihr an dieser Position hier die Schraube lösen und dann verschiebt ihr den ganzen Deflektor. Eine weitere wichtige Sache ist die korrekte Höheneinstellung. Der Düngerstreuer muss also ungefähr 50 cm waagerecht über dem Bestand laufen. Nicht über den Boden, über den Bestand. So, dann geht's weiter im Schlepper in der Kabine. Wir starten den Bildschirm, stellen die gewünschte Menge ein, die wir pro Hektar streuen wollen, in dem Fall 350 Kilogramm. Zapfwelle einschalten, die richtige Drehzahl vorprogrammieren, hier beim Randstreuen 450 Umdrehungen pro Minute und dann kann es losgehen. Wir streuen Dünger. So, hier kommt gerade der Kollege mit dem Stroh. Ich habe den zweiten Schlag angefangen. Ja, wir sind also bei der zweiten N-Gabe. Die erste N-Gabe war ungefähr Mitte, Ende Februar, als der Boden nachts gefroren war und tagsüber aufgetaut ist, habe ich die erste Gabe gefahren, weil die Standorte hier etwas schwieriger sind und etwas nässer. Da haben wir den Frost genutzt, um drüber fahren zu können. Und wenn die Bedingungen denn so sind, dass es tagsüber auftaut, darf ich bis zu 60 Kilogramm Stickstoff streuen. Das haben wir gemacht, sind umgerechnet bei dem Dünger hier 250 Kilogramm Yarabelasulfan, da der Stickstoffanteil 24% beträgt. So, und nun sind wir in der zweiten Gabe und die letzte Gabe für den Raps. Nach Düngebedarfsermittlung darf ich maximal 150 Kilogramm streuen, 350 Kilogramm pro Hektar eingestellt von dem Sulfan. 24% davon sind Stickstoff, ergibt 84 Kilogramm. Mit den 60 Kilogramm von der ersten Gabe ergibt das 144 Kilogramm Stickstoff. Knappe 150 darf ich. Übrigens, wenn wir jetzt mal die Menge runterrechnen, also 250 und 350 Kilogramm macht 600 Kilogramm Dünger, beziehungsweise 144 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Wenn man das jetzt auf den Quadratmeter ausrechnen würde, 600 Kilogramm durch 10.000 sind also 60 Gramm Dünger, beziehungsweise knapp 15 Gramm Stickstoff auf den Quadratmeter, was wir hier düngen. Ja, um das mal auch in einer richtigen Relation zu sehen. Eine letzte wichtige Sache, über die wir reden sollten, ist das Grenz- und Randstreuen. Da gibt es also einen Unterschied. Und zwar, um das technisch zu verstehen, ist es ja so, wir haben hier 24 Meter Fahrgassen. Der Düngerstreuer streut aber doppelt so weit, also 48 Meter. Oh, hier ist es nass. Oh, Lettland reloaded. Nein, geht. Und das Streubild baut sich im Prinzip wie ein gleichschenkliges Dreieck zur Maschinenmitte hin auf. Und wenn ich jetzt die Fahrgäste daneben lang fahre, baut sich das eben wieder wie so ein Dreieck auf. Und ich stelle das hier mal grafisch dar. Die zwei Dreiecke übereinander gelegt, gibt dann über die Fläche die konstante Verteilung. So ist es nun an den Grenzen der Felder so, dass ich noch nur 12 Meter zum Rand habe. Das heißt, in dieser Einstellung, der normalen Einstellung, würde der Düngerstreuer 12 Meter über den Rand hinaus streuen. Dazu gibt es die Grenz- und Randstreueinrichtung. Schwenkt hinten im Düngerstreuer an der Seite wie Deflektoren in den Strahl rein. Wir sind nun auf dem dritten und letzten Schlag für heute. Und ich fahre gerade einmal außen rum in der Grenzstreuvariante. Das heißt, kein Korn
fliegt über die Grenze hinaus, sollte zumindest so sein. Wir können das jetzt auch gerade mal kontrollieren und hier geht es doch noch ein wenig drüber hinaus, aber man muss dazu sagen, der Wind kommt doch sehr scharf aus dieser Richtung. Insofern beeinflusst das natürlich das Bild. Ich habe jetzt einfach mal die Drehzahl etwas reduziert. Ich sehe ja hier aus dem Fenster ganz gut, wie weit die Körner fliegen. Und ich habe jetzt statt 450 Umdrehungen an der Zapfwelle 340 und jetzt sieht das gut aus. So, jetzt geht es an der anderen Feldseite entlang. Das heißt, der Wind kommt uns entgegen. Darum habe ich die Drehzahl etwas erhöht, um wieder auf meine Breite zu kommen. Im Feld nachher macht das nicht so den Unterschied, weil sich ja das Spollbild insgesamt einfach bloß verschiebt. Aber den Grenzen müssen wir eben aufpassen. Das ist also das Grenzstreuen, dass wir also wirklich versuchen, nicht über die Grenze hinaus zu streuen. Und dann gibt es noch die Randstreueinrichtung. Die ist etwas, da ist die Verteilung etwas besser, aber wir gehen auch etwas über die Grenze hinaus. So, wir sind einmal um den Schlag herumgefahren. Das heißt, ich kann jetzt die Grenzsteuereinrichtung wieder deaktivieren, dazu im Bildschirm einmal den Hebel drücken und das Steuergerät bedienen. Damit ist der Deflektor ausgeschwenkt aus dem Strahl und wir können wieder normal streuen. Zum Streuen einfach die Zapfwelle einschalten. Moment. Erst noch die Zapfwellendrehzahl verändern, denn für das Grenzstreuen waren 450 Umdrehungen vorgesehen, jetzt sind 540 Umdrehungen gefragt. Also gerade die Drehzahl umstellen, Gas geben und den Rauchstreuer auf Start drücken. Und dann regelt sich der Schieber bzw. die zwei Schieber je nach Fahrgeschwindigkeit. Ich kann jetzt hier also hochfahren. Ich versuche mal auf jeden Fall über 15 km/h irgendwo zu kommen, damit die Flächenleistung auch stimmt. Ist auch kein Problem für Maschine und Fahrer. Übrigens, der Stellmotor hat über 400 Euro gekostet. Also dafür geben wir jetzt ungefähr 1200 Liter Milch ab, um das mal in Relation zu setzen. Die Maschinenkosten sind heutzutage echt nicht ohne. Einmal in der Anschaffung und einmal das, ja, was an Wartung und Reparaturverschleiß reingesteckt werden muss. Dafür sind die Maschinen aber auch auf jeden Fall präziser geworden im Umgang mit den Importstoffen, Pflanzenschutz, Düngung, Saat, unter Umständen auch beim Dieselkraftstoff. Das waren mal wieder jede Menge Informationen, denke ich. Ich hoffe, ich habe sie relativ kompakt zusammengefasst. Und wie man jetzt auch gesehen hat, gibt es dann doch immer wieder Dinge, wo sich die Landwirtschaft von normalen Industrieprozessen unterscheidet. Also ist schon nicht ganz ohne. Und dann muss man doch gut aufpassen, was man hier macht, wie man was einstellt, damit wir A, nichts verschwenden, B, die Sache richtig ausnutzen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch der Natur gerecht werden und Nitratüberschüsse, Stickstoffüberhänge vermeiden. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, das war's dann für heute und für diese Woche. Die ganze Floggerei hier ist doch aufwendiger, als ich am Anfang gedacht habe. Ansonsten bleibt mir dann nur zu sagen, alles Gute, genießt das Wetter. Ich mache jetzt noch einen Streuer und dann ist das erledigt für heute mit dem Raps. So, mein Kollege hat mich jetzt eben noch angerufen, der die Gärreste ausbringt. Hat er Probleme mit dem Güllegrubber. Da schiebt sich wohl Material auf. Also werde ich jetzt im Anschluss die Scheibenegge anbauen und da noch, ja, vielleicht 5 Hektar
von diesen abgefrorenen Winterzwischenfrüchten einscheiben. Jetzt ist es 3:30 Uhr. Ich muss noch den Düngersteuer sauber machen. Dann da bestimmt noch 2 Stunden was machen. Also, ja, das geht heute auch wieder Richtung 8 Uhr. Aber so ist das, ne? Sobald der Frühling raus ist, geht das rund um die Uhr. Also. Aber es macht ja auch Spaß. Hey Leute, ich bin's nochmal. Ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie geil der 6R hier an der 5 Meter Lemken Rubin Kurzscheibenegge läuft. Erstmal Autotag. Wunderbar. So, und wenn ihr euch jetzt mal den Leistungsmonitor hier anschaut, wir liegen bei 7,5 Hektar pro Stunde bei 4,3 Liter auf den Hektar. Ich fahre zwischen 16 und 17 km/h bei 1600 Umdrehungen und der Motor hat noch etwas Potenzial. Also, runde Sache. So macht's Spaß. Dann aber wirklich auf Wiedersehen, schönes Wochenende, goodbye.